Moin Leute, Trimax hier. Und zwar gibt es wieder richtig geile Sachen zu verkünden. Supercell hatte mal wieder ein Q&A, es wurden 5 Fragen gestellt und Supercell hat recht interessante Antworten drauf gegeben. Ich habe mittlerweile richtig schlechtes Gewissen, dass ich euch so mit Videos zuspamme. Das ist ein bisschen viel. Ja, da werden heute auch noch einige Videos kommen. Aber gut, kommen wir einfach mal zum Thema. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob das in Ordnung ist, wenn teilweise 4 Videos am Tag kommen oder ob ihr das blöd findet, dass eure Abo-Box dann so zugespammt wird. Okay, kommen wir zum Thema. Ich lasse in der Zwischenzeit mal ein wenig TV Royale im Hintergrund laufen. Die erste Frage war, wird es etwas Selteneres als legendäre Karten geben? Das wurde ich auch schon so oft gefragt in meinen Streams oder wie ich das finden würde, wenn sowas rauskommen würde. Supercell antwortet darauf, es gibt keine Pläne bisher, aber alles ist möglich. Deswegen denke ich so, das ist so ein Zeitraum von 6 bis 8 Monaten, was die sprechen. Und dann haben sie noch gesagt, sowas wie Heldeneinheiten, wo man mich ja mal fragt, so Barbarian King und Archer Queen, was mit denen ist, wie ich das finden würde, wenn die rauskommen würden. Genau darauf haben die geantwortet. Sie haben schon ein bisschen was getestet, schon ein bisschen gespielt. Es wird aber nicht so sein, dass das wie normale Karten, also wahrscheinlich, alles nur rein hypothetisch, was die jetzt hier sagen, es wird nicht so sein, dass man die wie normale Karten freischaltet, dass man sie aus einer Kiste bekommt und dass sie noch schwieriger zu bekommen sind als Legendary Cards, würde meiner Meinung nach auch keinen Sinn machen, da man als Free-to-Play-Spieler ja schon verdammt große Probleme hat, an diese legendären Karten ranzukommen. Wenn es dann noch seltenere geben würde, das wäre nicht gut. Also man würde sie auf eine andere Art und Weise freischalten. Das dazu. Mehr haben sie nicht gesagt, alles rein hypothetisch, ist noch nichts in Stein gemeißelt. Sie haben nur ein bisschen rumgetestet, noch nichts Fixes. Also nicht falsch verstehen, ja? Da muss man immer kritisch an die Sache rangehen. Okay, kommen wir zur zweiten Frage. Was ist das Ziel von legendären Trophäen? Legendäre Trophäen, für die Leute, die es nicht wissen, wenn man über 4000 Trophäen ist, am Ende des Season kriegt man die Season, die man drüber hat, die Differenz kriegt man dann als legendäre Trophäen. Die kann man sammeln, krasse Spieler haben da schon 20.000, die schon sehr, sehr früh gemaxt waren. Und ja, bisher kann man mit diesen Dingern noch nichts machen. Und da hat Supercell sich dazu geäußert. Es wird, wenn das nächste große Update kommt, und das kommt, das ist geplant, da werden auch andere Features dabei sein, wird es keine legendären Trophäe mehr geben. Man kann sie zwar noch im Profil, werden sie noch angezeigt für eine gewisse Zeit, aber man wird keine mehr sammeln können. Da wird ein ganz anderes System kommen, deswegen passen diese legendären Trophäen nicht rein. Wenn wir von einem Endgame-Spielesystem reden in Clash Royale, dann reden wir von 4000 plus Trophäen. Und da sind mittlerweile aber auch relativ viele Leute. Also es wird irgendwas geben, wofür man belohnt wird, wenn man da drüber ist. Bisher kann man diese legendären Trophäen nur sammeln. Nichts Besonderes dabei. Die werden weggepackt. Und für alle legendären Trophäen, die man jetzt schon gesammelt hat, da wird man noch auf eine andere Art und Weise belohnt. Keine Ahnung, was die damit meinen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Da ich ja auch nicht gerade wenig legendäre Trophäen habe. Wenn man die dann verliert, kann das schon recht ärgerlich sein. So, als nächstes. Drittes Thema. Die Clan-Chest hat man bis jetzt ja immer von Montag bis Mittwoch gefarmt. Das macht keinen Sinn, weil viele können nur am Wochenende richtig hart suchten und das dann schaffen. Und deswegen wird das Ganze verschoben zu Freitag auf Montag. Also richtig nice übers Wochenende das Ganze. Macht auf jeden Fall Sinn. Wurde sich viel von der Community gewünscht, die haben es umgesetzt. Und das wird umgesetzt werden. Dann ist das auf jeden Fall am Start. Und jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Sache. Na okay, wir nehmen mal einen anderen Punkt vorweg. Zum Thema Clan, was möchte Supercell machen mit dem Clan? Es ist immer noch das Ziel von Supercell, dass ein Clan enger zusammenarbeitet. Ähnlich wie bei Clash of Clans mit den Clan-Kriegen, dass man da irgendwas macht, was den Clan vereinigt. Ja, die Clan-Truhe ging schon in die richtige Richtung, man kann Friendly-Battles machen, Wiederholungen teilen. Das ist schon alles in Ordnung. Das ist schon alles so okay, wie es ist, aber da möchten sie noch mehr haben. Und da haben sie nicht so wirklich Ideen, kamen jetzt auf die Idee, dass sie noch zusätzlich etwas scheren können, also nicht nur Wiederholungen, sondern auch direkt Decks oder irgendwas, was man noch teilen kann. Oh mein, richtig krasses Game hier im Hintergrund, ich fass es nicht, 5 HP, das tut ja weh. Okay, wir springen mal ins nächste Game. Also das zum Clan, so, was wollen wir uns denn hier mal geben? Alles so ekelhafte Decks hier, das hauen wir mal rein nochmal. Ja, also da könnt ihr auch, die haben auch unter den Reddit-Post, den kann ich euch mal in die Beschreibung packen, da hatten die auch schon gesagt, falls die Community Ideen hat, kann sie da was reinschreiben, weil da möchte Supercell auf jeden Fall was bringen. So, jetzt kommen wir zum interessantesten Thema für mich, die Turniere. Die Turniere wären gereworked. Wenn Supercell von Turnieren spricht, dann reden die nicht nur von den Custom-Tournaments, sondern auch von den Herausforderungen. Und das ist jetzt ein heikles Thema, da brauche ich unbedingt eure Meinung. Meine Meinung dazu steht ganz klar.
Es ist so, dass am Anfang alle möglichen Spieler die Herausforderung gespielt haben und jeder hat mega viele Karten bekommen und die Herausforderung war eine richtig, richtig geile Sache. Ich habe ja teilweise mehrmals 12 Siege hintereinander geschafft. Es wurde schwerer, es wurde immer schwerer. Das sagt nicht nur ich, das sagt mein ganzer Clan. Manche Leute kommen einfach gar nicht mehr drauf klar. Ich schaffe zwar immer noch ab und zu 12 Siege, 10, 11 Siege dabei, aber es war früher deutlich besser. Es war einfacher. Mittlerweile ist jeder Gegner, hat ja schon 100.000, 200, 300.000 Karten gewonnen. Es ist so, dass, und das sieht Supercell auch ganz klar in den Statistiken, dass nur noch richtig gute Spieler in den Herausforderungen vertreten sind. Zumindest viel, 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 viel mehr als früher. Und das verschreckt die schlechteren Spieler oder die neueren Spieler, oder die nicht so lange dabei sind oder nicht so geiles Kartenlevel haben. Ich weiß das ganz genau, das ist sehr frustrierend, wenn man als nicht so guter Spieler und noch einige Fehler macht, relativ neu dabei ist, in die große Herausforderung springt und nur 0 Siege schafft, 1 Sieg und 2 Siege. Ich würde auch aufhören, die Herausforderung zu zocken oder die klassische oder die große Herausforderung, das ist ja egal. Und da wollen die jetzt folgende Lösung bieten. Für die guten Spieler wird es immer noch eine Option geben, auf Competitive, auf Leistung zu spielen. Das ist für die Leute gedacht, die sich beweisen wollen, die jetzt sagen können, guck mal hier, wie krass ich bin, ich schaffe gegen andere krasse Spieler dreimal hintereinander die 12 Siege. Irgendwie sowas. Es ist jetzt aber auch so, muss ich ganz ehrlich sagen, für die ganzen Spieler, die krass sind in dem Spiel, die spielen das ja nicht, um sich zu beweisen und sagen, guck mal hier, ich habe wieder 12 Siege geschafft, sondern die wollen die Karten. Die wollen weg von Pay-to-Win zu Skill-to-Win. Und das haben auch einige Leute aus meinem Clan gesehen, die haben da 300.000 Karten gewonnen, ohne jetzt diese 10.000, 15.000 Euro für das Spiel auszugeben, sind die dann schon Level 13. Also das kann man, das geht dann, es ist immer noch, man muss immer noch viel bezahlen, ja, 100 Juwelen pro große Herausforderung, aber es kostet halt nicht mehr 20.000 in Account zu maxen, sondern wenn man alles richtig macht, vielleicht nur noch ein Zehntel davon. Okay, also das ist ein schwieriges Thema. So, und dann wird es diesen Competitive Mode noch geben, wo man gegen gute Spieler spielt und jetzt kommt es für die weniger guten Spieler, die nicht so auf Leistung spielen wollen, die es ein bisschen leichter haben wollen, da wird es dann auch noch eine Option geben, weil Supercell hat den Spaß im Vordergrund. Klingt für mich extrem nach Skill-Based Matchmaking, sprich, wenn man zweimal hintereinander die 12 Siege schafft, spielt man danach nur noch gegen Spieler, die krass sind, die auch zweimal hintereinander die 12 Siege machen. Also man wird, so würde ich das zumindest interpretieren, nicht mehr komplett resettet, dass man sagt, du, ich habe 0 Siege, jetzt spiele ich gegen jemanden, der 0 Siege hat, sondern man spielt gegen krassere. Und wenn ihr dann 0 Siege schafft in der Herausforderung, dann spielt ihr danach gegen Spieler, die auch 0 Siege geschafft haben. Wenn das der Fall sein sollte, würde ich das nicht gut finden, da die krassen Spieler nicht mehr so heftig belohnt werden und schlechtere Spieler werden mehr belohnt. Da sie dann auch gegen schlechtere Spieler spielen und dann halt auch öfter gewinnen. Also ist ein heikles Thema, da gehen die Meinungen ganz weit auseinander. Ich habe es auch schon bei Call of Duty gehasst, wie die Pest, dieses Skill-Based Matchmaking. Wenn man ein guter Spieler ist und den ganzen Tag nur gegen gute Spieler spielt, dann kann man nicht abgehen. Also mir gefällt es gar nicht. Ihr könnt bitte, bitte, bitte eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich möchte das mal gern von euch hören das Ganze. Und nicht nur, wenn ihr jetzt kein guter Spieler seid, oh, das ist geil, jetzt kann ich öfter gewinnen, sondern versetzt auch in die Lage, in die Leute, die richtig rasieren und dann nicht mehr so oft gewinnen werden. Also es ist ganz schwierig. Ich bin da mal gespannt, wie das Ganze sich entwickeln wird. Und dann kommen wir noch zum zweiten Thema in den Turnieren, die Custom-Turniere. Diese Turniere, die man selber erstellt. Und die möchte Supercell viel, 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 viel besser machen. Und Supercell hat auch mitbekommen, dass es eine E-Sports-Szene gibt, wo Turniere veranstaltet werden. Wir wollen ja auch bald wahrscheinlich eine machen. Die deutsche Clash Royale-Meisterschaft geht ja perfekt in die Richtung. Und da wird es wahrscheinlich irgendeinen Modus geben, der für die E-Sports-Szene dann auch gemacht ist. Wo man halt auch krasse Belohnungen bekommt. Sprich, nicht mehr dieses Zocken und dann wird man Platz 1 und man spielt die ganze Zeit und kriegt Trophäen und verliert Turniertrophäen. Sondern vielleicht sowas wie ein Turnierbaum oder irgendwie sowas in der Richtung mit einer Qualifikation. Ich habe keine Ahnung. Supercell ist auf jeden Fall dran und gibt dort das Bestmögliche, um das für die Spieler richtig gut zu machen. Das sind alle Themen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare zu allen. Als allererstes bitte für die Herausforderung Rework, wenn da ein Skill-Based Matchmaking zustande kommt. Also das würde ich ganz kritisch finden. Aber gut, ich bin auf eure Meinungen gespannt und dann sehen wir uns heute noch im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Stream. Alles klar, Leute, haut rein.